Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben den SCB Verse Report für euch und natürlich heute mit einem besonderen Thema. Es geht natürlich um den Anniversary Livestream und den Anniversary Sale. All das werden wir heute verpacken und das wird auch direkt unser Hot Topic, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Es passt nämlich sehr gut. Am Freitag war es soweit. Der Anniversary Livestream wurde ausgestrahlt in, ich würde fast sagen, im neuen Glanze. Ja, ne? Könnte man so sagen, tatsächlich, ja. Also etwas, ich will nicht sagen professioneller, aber runder, runder, glanzvoller. Es lief einfach geschmeidig und wie eine 89 Jump. Ach, schön ausformuliert, ja genau. Man kann dazu wirklich nur sagen, wir waren erstaunt, weil nicht, dass wir nicht Professionalität von Star Citizen gewohnt sind, aber die Livestreams waren bisher immer ein ziemliches Chaos und diesmal war es wirklich nur einmal so, dass jemand in der Kamera stand und die Kamera falsch fokussiert war. Das ist sehr selten sonst gewesen. Und man konnte alles verstehen. Ja. Der Ton war ausgesprochen gut. Was habt ihr da richtig gemacht? Nein, sie haben nämlich erzählt, und das ist nämlich die kleine Hintergrundinfo, dass sie ein komplett neues Stream Engine haben für genau solche Livestreams. Sie haben also ein komplett neues Setup, um genau das zu transportieren. Und ich muss dazu sagen, das hat schon mal sehr gut funktioniert. Ja. Und auch gut war, dass er Footage vorbereitet hat. Ja, auch das war also sehr schön. Das war alles vorproduziert. Richtig. Ja, es war also das vierte Anniversary Event. Star Citizen feiert seinen vierten Geburtstag. Was feiern wir da eigentlich? Es geht da um das Ende der ersten Kickstarter-Kampagne. Ja. Genau, das wollte ich nochmal sagen, weil viele Leute fragen, was ist das eigentlich für ein Jubiläum? Was feiern wir eigentlich die ganze Zeit? Was wird eigentlich gefeiert? Ja, darum geht's. Ja. Genau, also die Kickstarter-Kampagne wurde da erfolgreich beendet sozusagen. Und das ist jetzt so ein jährliches Ritual, dass dann immer dieser Livestream kommt und davon haben wir dann alle was. So ist es, ja. Und da kann man sagen, es ging los mit beeindruckenden Videos von den Big Guns der UEE. Das waren die Großkampfschiffe, die gezeigt wurden. Noch nie in dieser Art, nämlich wirklich sehr detailliert und zwar in zwei Videos sogar. Eins, was wirklich ein reiner Musiktrailer für das Feel war und eins mit Behind the Scenes, wo dann wirklich in die Schiffe reingegangen wurde und wo man das alles sehen konnte. In dieser Art und Fidelity, wie Chris Roberts immer so schön sagt, das erste Mal, dass wir sie so gesehen haben, schaut euch das auf dem Star Citizen Kanal an, sehr beeindruckend. Ja, und dann gab es für uns persönlich natürlich ein Highlight und das war unter dem Stichwort Progress zusammenzufassen. Und das ist, glaube ich, für uns alle super, weil zum ersten Mal erfahren wir eigentlich das Gleiche, was die Entwickler erfahren, nämlich den Stand der Entwicklung. Also es gibt jetzt einen, einfach einen Fahrplan, eine Roadmap. Eine Roadmap im Prinzip, genau. Auf welchem Stand sie sind, was als nächstes kommen wird, vor allem für Patch 2.6 haben sie es veröffentlicht, auch eine Roadmap für danach. Und das ist natürlich für uns toll, weil wir dann wissen, okay, dann kommt das nächste Event, dann kommen vielleicht die nächsten Schiffe, dann kommt das und das. Also das war echt eine Überraschung, ne, dass sie das mit eingebaut haben. Also das Wichtige daran ist, sie testen das jetzt Ganze, das System für 2.6, wo sie sehr detailliert sagen, was alles wo an welchem Status ist. Das wird dann wöchentlich aktualisiert, bis 2.6 da ist. Und wenn es gut ankommt bei der Community, dann machen sie das auch für die weiteren Patches. Denkt allerdings wirklich daran, dass es auch mit Vorsicht zu genießen. Das sind wirklich nur Termine, die intern veranschlagen als grobe Richtlinie und sagen, da könnte es was werden und so haben wir es geplant. Wenn es dann anders wird, wird man das auch nur sehr kurzfristig über diese Website erfahren. Das heißt, es ist immer noch kein fester Zeitplan und es ist immer noch nicht in Stein gemeißelt, was da passiert. Also nicht darauf festnageln, aber zumindest wollen sie uns daran teilhaben lassen, weil sonst einfach die Erwartungen zu hoch oder einfach auch falsch geschürt werden. Und so wollen sie uns zumindest mit ein bisschen dran teilhaben lassen an ihrem Weg. Und das ist immerhin eine interne Info. Das heißt, es ist immerhin etwas, was auch die anderen, ich sage jetzt mal Leute, die vielleicht nicht direkt mit der Produktion konfrontiert sind, wie zum Beispiel die Writer oder ähnliche Leute, die kriegen das auch einfach genau in der gleichen Form, um zu wissen, alles klar, da steht das Projekt oder da steht der aktuelle Patch jetzt. Und das ist schon echt ein Fortschritt, auch wenn es eben noch nichts Hundertprozentiges ist. Ja, gleichzeitig kommen wir dann auch noch zum Fortschritt, was dann nämlich so ein bisschen gezeigt wurde, nämlich so ein bisschen die Gameplay-Vorstellung. Arena Commander haben sie gezeigt, relativ ausführlich, das neue Flugmodell darin, die neuen Schiffe entsprechend wurden gezeigt mit 2.6 und zwar einmal im Arena Commander, dem Dogfighting und dann haben sie mit den Heralds ein Racing-Match veranstaltet. Kann man sich fragen, ob das sinnvoll ist, aber es war auf jeden Fall ganz lustig anzusehen. Ja, und dann haben sie auch von Star Marine was gezeigt. Ihr wart ja gar nicht so begeistert.
Ne? Also, ja, es ist wie... ja. Ich meine, immerhin sieht man überhaupt mal was. Ne? Ja. Also ich war ja schon wieder eher dann so naivchen, schön. Ich freue mich, dass man mal was sieht. Ja, ja. Aber ist doch mal so, ne? Dass man mal ein Gameplay sieht und dass überhaupt mal was da ist. Ja. Und so, aber okay, ja, schnell und alles ein bisschen hektisch, das habe ich auch bemerkt. Also es ist halt auch das erste Ding. Mhm. Ja, genau, eben. Genau. Es ist halt noch nicht viel da. Das muss man sagen und das ist auch bei uns dann so durchgekommen, wie es bei unseren Marines, den Leuten, die sich gerade das ausarbeiten, heißt, die haben wir natürlich gestern dann dazu befragt, was sie dazu halten und sagen, ja, erstmal in erster Instanz just another shooter. Und was dann weiterkommt und was in der Hintergrund noch darauf vorbereitet wird, das wird man dann sehen und da müssen wir jetzt wirklich drauf gespannt sein. Für den Anfang wird es erstmal, glaube ich, ein nettes, schnelles Shooter-Gameplay. Und übrigens, da gibt es auch Feedback-Threads zu, die ihr im RSI-Forum finden könnt. Das heißt, da haben sie extra zu Star Marine einige Threads aufgesetzt, damit die Leute oder ihr da draußen euer Feedback abgeben könnt. Geht mal da auf die Suche. Wir gucken mal, dass wir vielleicht einen davon auch in die Videobeschreibung packen. Ja, das dazu. Ansonsten kann man sagen, aktuell ist das neue Flugmodell, was sie da gezeigt haben, jetzt noch in der Evocati-Testphase. Da gibt es jetzt gerade laufend Patches für, dass die Evocatis das testen können. Und dann soll nach dem Zeitplan diese oder nächste Woche der gesamte Patch auch ins Evocati-PTU kommen. Mal gucken. Wir sind gespannt. Ja. Und bis dahin könnt ihr euch die Zeit vertreiben, falls ihr den Livestream noch nicht gesehen habt oder falls ihr ihn gesehen habt, aber nochmal eine genaue Zusammenfassung haben wollt. Da haben Wiesen und Sawyer für euch eine Videozusammenfassung gemacht auf dem Channel. Schaut rein. Ja, mit vielen Details nochmal, ne, alles ein bisschen mehr zusammengetragen. Ja, schönes Video geworden und viel Spaß dabei. So ist es, ja. Es war ein nächtliches Erlebnis, das noch mit Wiesen zu machen, irgendwann um 3 Uhr morgens. Also von daher. Durch, ne? Ja, so ein bisschen. Aber ja, wir haben es durchgezogen immerhin. Und wir waren auch noch in vollem Livestream-Hype. Das heißt, das merkt man, glaube ich, dem Video an. Schaut mal rein, es ist sehr cool. Von da aus gehen wir jetzt mal in unsere Weekly Updates. Das ist heute natürlich ein bisschen special, weil es natürlich kein Around the Verse gab, es gab kein Reverse the Verse, all das nicht. Aber dafür gab es ein anderes und zwar ein richtiges Event, was sowohl die Bäcker da draußen kriegen, als auch die Lore selbst drin hat. Und das ist ja die Intergalactic Ship Expo. Also das heißt die intergalaktische Luft- und Raumfahrtmesse. Ja. Genau. Cool. Nee, fand ich auch cool. Und zwar von 2946, seit dem 28. Jahrhundert existiert die wohl. Da treffen sich alle Piloten, Schiffsfanaten und fliegerbegeisterten Leute. Also so ein bisschen wie bei uns. Ich habe mir das vorgestellt, wo ich früher immer so auf der IAA gearbeitet habe. Ne? So auf der Automesse und so. Also die treffen sich da alle und da werden die heißesten Geräte halt vorgestellt. Genau. Und darüber wollten wir euch so ein bisschen berichten. So als Hintergrund dachten wir, ist das ganz nett zum Anniversary Sale. Also sie haben das alles unter diesem Deckmantel aufgebaut, dieser Expo, und stellen passend zum Sale oder zu der ganzen Week halt verschiedene Hersteller vor und neue Schiffe, die ihr täglich kaufen könnt oder wir auch täglich kaufen können. Und haben das aufgeteilt in verschiedene Tage, welche Schiffe, welche Hersteller dran sind. Und das ist eigentlich eine ganz feine Sache. Ne? Das ist so ein bisschen hintergrundgeschichtlich-mäßig verpackt. Genau, das ist so ein bisschen nett verpackt auf jeden Fall. Das Ganze heißt, er wird übrigens vorgestellt von einem Moderator, den wir schon kennen, auch aus der Lore. Und das in dem gesamten Format Galactic Tour, der das dann jeweils jeden Tag mit einem Intro-Video begleitet und dann immer den jeweiligen Hersteller vorstellt. Und dieses ist eine Hommage an Grand Tour. Vielleicht kennt ihr das. Das ist so ein Motorsport-Magazin als, ich glaube, das ist jetzt der Nachfolger von Top Gear, was es damals hier in der echten Welt gab. Ja, das könnt ihr euch angucken. Die Videos sind jeweils auf der Seite drauf. Ja, und da kann man also dazu sagen, es geht tatsächlich nicht nur um die ganzen neuen Verkäufe, die es gibt, sondern wirklich Tag für Tag kommen andere Schiffe in den Sale. Das heißt, wir hatten bereits RSI, wir hatten bereits Drake, wir hatten bereits Misk, und wenn das hier raus ist, hattet ihr auch Anvil schon. Dann geht es aber noch weiter den Rest der Woche, nämlich mit Origin Jump Works. Genau, kommt ab Mittwoch. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht, Donnerstag kommen dann die ganzen exotischen Hersteller, also Alien-Rassen und das wird anders. Upoi. Wird aber anders geschrieben, Apoi. Also Upoi. Genau. Das ist der Hersteller von den Xi'an für die Katual. Ja, Katual, genau. Genau. Und ab Freitag Aegis Dynamics. Und dann am Wochenende könnt ihr alle Schiffe und alle Hersteller kaufen, bewundern, bestaunen und dann nochmal richtig zugreifen. Ein großes Finale gibt es dann am Samstag. Das heißt, unsere Empfehlung ist tatsächlich, guckt euch jetzt während der Woche an, was für euch interessant ist. Guckt euch die Preise an. Schaut sie euch
euch wirklich genau an, denn auch da an der Stelle nochmal, SCB wird es immer versuchen, so schnell wie möglich euch zu übersetzen, aber wir haben festgestellt, dass sich innerhalb von Tagen auch die Preise nochmal ändern können. Das ist nicht die Schuld von der SCB-Redaktion, die da nicht richtig aufgepasst hat, sondern dadurch, dass es Wechselkurse gibt, dass es jetzt auch Warband-Packages gibt, da kommen wir gleich nochmal zu, und dass es eben vor allem auch innerhalb der RSI-Seite nochmal Änderungen im Preis gibt, müsst ihr euch wirklich selber angucken, wie ist der aktuelle Preis. Verlasst euch nicht auf die Berichterstattung hundertprozentig, denn es kann sich da immer, kann da immer zu Änderungen irgendwo kommen. Aber ihr habt auf jeden Fall die Chance, am Samstag nochmal alles miteinander abzugleichen und nochmal zu überlegen, welches Schiff will ich denn jetzt wirklich behalten. Was gibt es denn jetzt in generell insgesamt? Ich glaube, die Prowler ist die ganze Woche. Die Prowler ist die ganze Woche, also das Konzeptschiff. Mhm. Ne? Dann auf jeden Fall ist die Hornet-Variante drin, die Gladius, die Saber. Mhm. Dann, was hat man noch? Die limitierten Schiffe, also die Idris-Fregatten. Genau, da habe ich übrigens geguckt, gerade als kurz bevor wir jetzt hier drehen, waren noch 400 Idris da. Also es ist noch ein paar, sind noch ein paar da. Javelins sind, glaube ich, Javelin ausverkauft. Javelin-Zerstörer? Ah, die sind ausverkauft. Ach, siehst du. Mhm. Ah, guck mal an. Genau, ja. Aber Idris gab es noch ein paar. Also wer noch mal zuschlagen will für das Schnäppchen von 1300 Euro oder irgendwas. Aber das Schnäppchen. Genau. Euch überlassen. Aber ja, dann wie gesagt, also gerade zu der Saber, zur Gladius und Hornet, was du gerade angesprochen hast, waren schöne Varianten jetzt drin, die auch einen komplett anderen Paintjob haben und eine eigene Ausstattung auch nochmal. Guckt es euch nochmal an. Ja, und dann kommen wir nochmal zu den Warbond-Versionen. Genau. Ne? Und da ist im Prinzip der Casus Knactus sozusagen, dass das Ganze mit Rabatten verbunden ist. Und es soll dem Zweck dienen, dass natürlich die Entwicklung von Star Citizen weiterhin unterstützt wird durch den Kauf von Schiffen und das aber nur mit Echtgeld diesem Format sozusagen oder mit dieser Version oder Variante, ne? Mit dieser Warbond-Variante. Wann auch immer ihr also eine Warbond-Variante in einem Preis seht, ist es ein bisschen günstiger, aber die könnt ihr dann nicht mit Store-Credits kaufen, sondern da müsst ihr neues, frisches Geld mit ins Spiel bringen oder ihr nehmt halt die etwas teureren Varianten, dann könnt ihr dann auch Schiffe einschmelzen und dafür dann mit Store-Credits bezahlen. Das ist der ganze Trick daran. Das bedeutet, so auf die Art und Weise sollen Leute, die eben frisches Geld bei Star Citizen reinbringen, auch ein bisschen belohnt werden, indem sie einen kleinen Rabatt kriegen. Ja, das war es im Grunde genommen zur Galactic Expo und wir gehen jetzt weiter zum großen Star Citizen Newsletter, der auch alle Bäcker am Freitag erreicht hat, von direkt im Grunde genommen dem Chairman an uns gerichtet. Gab es ein kleines Studio-Update, also insgesamt kann man sagen, 4 Studios, dort arbeiten jetzt 377 Leute, was übrigens, ich glaube, zur CitizenCon alleine schon wieder 50 Leute mehr waren. Das ist krass, wie das irgendwie alles wächst und gedeiht. Ne? Ja. Also das sagen sie auch da, an dieser Stelle betonen sie halt auch immer wieder, vielen Dank, dass das alles nur durch die ganze Unterstützung der Community eigentlich möglich ist. Ja. Und 377 Mitarbeiter mittlerweile. Also, das ist schon eine Hausnummer. Hausnummer. Genau. Aber hallo, ja, das ist, kann man so sagen. Und in dem Zusammenhang hat er dann auch noch extra betont, dass sie deswegen auch jetzt den Progress Report oder diesen Schedule halt rausbringen, um alle dran teilhaben zu lassen aus der Community. Mehr Transparenz. Ja, ne? Mehr Transparenz zur Zeit. Genau, ein Open Development, wie Star Citizen es von Anfang an verfolgt, ist nämlich natürlich mit Vorteilen für die Community, aber natürlich auch Nachteilen verbunden, nämlich, dass es sehr schwer ist, diesen Informationsstand auch immer so weiterzubringen, dass alle Leute verstehen, worum es gerade geht, was gerade die Blocker sind, worin gerade die Schwierigkeiten zu arbeiten ist oder was insgesamt aufgebaut werden muss. Muss ich dazu überlegen, klar, Star Citizen, die Kickstarter-Kampagne ist 4 Jahre vorbei, aber dazu mussten erstmal 2 Jahre gerechnet werden, um ein ganzes Studio aufzubauen. Ja, das gab es ja vorher noch gar nicht. Überhaupt die Teams zusammenzustellen und dann die bestimmten Designer auch zu engagieren, die dann halt für die Schiffe oder jetzt für die Planeten zuständig sind. Und ja, das ist halt ein Riesenschritt und sie wollen halt auch verhindern oder dem Ganzen vorbeugen, dass man halt eine unerfüllte Erwartungshaltung irgendwie aufbaut, die einfach auch unrealistisch dann ist. Und deswegen haben sie jetzt, wie gesagt, diesen Progress Report eingeführt. So ist es, ja. Den, wie gesagt, schaut euch an. Aktuell geht es, wie gesagt, um 2.6 vornehmlich. Der ist am ausführlichsten da. Und wenn wir gutes Feedback geben, und das kann ich wirklich nur empfehlen, dann geht es auch für die weiteren Patches so weiter. Übrigens, wir wissen auch schon von einem nächsten Event. Es wird dieses Jahr noch eines geben. Und das ist dann im Dezember. Und das ist nämlich der Holiday Livestream. Das ist immer so der große, die große Feier zum Jahresende. Ja, und da liegt auch der Fokus
Fokus wahrscheinlich, vermutlich, ja, auf 2.6 und Spectrum, ne? Mhm. Auf dem Kommunikationstool, da sind wir auch schon ganz gespannt drauf. Und man hat wiederum die Chance, limitierte Schiffe zu ergattern. Natürlich. Also das, was diesmal nicht geht, ist vielleicht dann als Weihnachtsgeschenk drin. Von daher könnt ihr da auf jeden Fall gespannt sein. Termin gibt es dafür noch nicht, aber er wird auf jeden Fall kommen. Und wie gesagt, hoffen wir mal, dass auch Spectrum bis dahin so weit ist, dass es schon im PTU ist oder zumindest im oder vielleicht sogar im Live-Patch dann. Ja, das war es dazu und wir gehen weiter dann zu einer Kategorie, die wir sonst relativ selten hatten, aber ist immer wieder schön zu sagen, nämlich dem Loremakers Guide of the Galaxy. Da war wieder deine besondere Freundin am Start. Ja, ne? Und da war ich aber auch schon lange nicht mehr am Start. Fällt mir gerade auf, mal darüber wieder ein Voice-Over zu machen. Diesmal hat sie sich nämlich, also Sherry Hayberg, die Archivarin, hat sich diesmal mit dem Kabal-System beschäftigt, was eigentlich von der Menschheit erst kürzlich entdeckt wurde, aber auf dem dritten Planeten dieses Systems wurden Tevarin-Städte entdeckt. Ja. Alles dreht sich im Moment um die Tevarin. Der Tevarin. So ist es, ja. Wo wir beim nächsten Punkt wären. Da genau, da kommen wir nämlich auch gleich nochmal zu. Wie gesagt, schaut euch das an, das ist zumindest in erster Linie übersetzt von Star Citizen Base, könnt ihr euch nämlich darüber informieren, über dieses Kabal-System und mal gucken, vielleicht schaffen wir auch noch ein Voice-Over dazu. Wir werden mal schauen, wie die Zeit jetzt sich so macht, bis dann 2.6 wirklich da ist. Aber wie du schon erwähnt hast, wir gehen jetzt in die Boulevard-Berichterstattung zu Star Watch. Trash, Klatsch. Ja, da sind wir. Und da ging es auch um die Tevarin. Ja, und Kelly C., diejenige, welche, die hat es so genannt, die heißesten Tevarin-Trends wurden da berichtet. Also für alle Leute, weil es ist ja noch nicht so viel bekannt über die ganze Spezies, wobei jetzt auch neue Bilder veröffentlicht wurden, wo ich sagen muss, das sieht echt geil aus. Das sieht auch schick aus, ja. Auf jeden Fall, ja. Und und wie gesagt, in diesem Bericht bei Star Watch wird auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte behandelt, der Tevarin. Ja. Und wo sie herkommen, was das alles mit auf sich hat, auch ein bisschen, wie gesagt, Klatsch und Tratsch. Ja, absolut. Also, weil das Ganze steht ja unter diesem kulturellen Jahr der Tevarin. Also jetzt ist der Senator ein Tevarin. Sui Kossi, genau. Ja, dann der Saterball Star-Spieler, der war da, ist dann ausgestiegen. Aus seiner Prowler, genau. Ja, ja. Und, im Match sozusagen, flog am Match an, das ganze Team aus der Offense sprang aus der Prowler raus, alle haben gejubelt. Also, schöner Hintergrundartikel, da geht es auch nochmal um die Expo und um ein bisschen diese Lore anzukurbeln, die drumherum stattfindet. Schaut mal rein, es ist echt schön und vor allem auch schön übersetzt worden. Vielen, vielen Dank an die SCB-Redaktion. Echt ein cooler Artikel. Wir gehen von da aus dann direkt weiter und zwar zu einer kleinen persönlichen Sache und zwar die Star Citizen Base-Redaktion oder insgesamt Star Citizen Base ist auch im Deep Space Radar vertreten und da möchten wir euch einfach mal ein bisschen bitten, auffordern und direkt ermutigen, da mal ein bisschen zu voten für Star Citizen Base. Das ist einfach ein Bedürfnis von uns, weil diese Redaktion sehr hart arbeitet und wirklich täglich versucht, hier die News rauszuballern. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da mal in dieses Citizen Spotlight in den Community Hub geht und mal ein paar Votes für SCB raushaut. Das wäre total cool. Und den Link findet ihr übrigens in der Beschreibung dazu. Das würde die Redaktion wirklich freuen, weil es eine gewisse Anerkennung ist für ihre Arbeit hier. Ja, vielen Dank an der Stelle. Und wir gehen jetzt weiter zu Rusty. Ja, Rusty war auch wieder fleißig und er kümmert sich ja immer so um die verschiedensten Systeme und physikalischen Prozesse, Astronomie. Genau. Astrologie, glaube ich nicht. Ne? Astronomie. Ne? Astronomie, ja. Astrologie weiß ich nicht, bei was. Die könnte ich mir aber auch vorstellen. Ja, wer weiß. Stimmt. So wie ich ihn jetzt in Real auch so kennengelernt habe. Ja. Vielleicht interessiert ihn das auch. Wäre auch interessant. Ja. Auf jeden Fall, diesmal hat er sich beschäftigt mit dem Kilian-System. Mhm. Weißer Typ G, ne? Hauptstern, Hauptklasse. Stern hat 14 Planeten, wenn mich nicht alles täuscht. Riesengroß. Eins der größten Systeme von Star Citizen. Ja. Und wie gesagt, in Rustys Tipps umschreibt er das ganz toll. Und erklärt, wie das System aufgebaut ist, wie es entdeckt wurde. Wurde zum Beispiel sehr früh schon entdeckt und auch das Terraforming begann sehr früh. Also das ist spannend, wie er das aufarbeitet. Also schaut da auf jeden Fall rein. Das wurde auch für euch übersetzt. Cooler Artikel. Vielen Dank an Rusty und schaut mal rein. Wir gehen zu unseren Videos als nächstes. Da gab es natürlich das Concept-Sale-Video zur Aspera Prowler. Wiesen und ich haben uns das gleich nach dem Anniversary-Livestream vorgenommen. Erzählen so ein bisschen was über dieses Boarding-Schiff.
tatsächlich ja ein Nachbau von einem berühmten tevarinischen Kriegsschiff. Wie gesagt, die Tevarin werden uns wohl dieses Jahr nicht mehr loslassen, aber das ist auch Teil davon. Sehr, sehr spannendes Design, wirklich was ganz Neues, ganz abgefahren und als Dropship eben gut geeignet, um bis zu 16 Marines abzusetzen. Allerdings muss man dazu sagen, auch ein echt stolzer Preis mit 460 Euro rund. Halleluja! Damit also das ist ein Liebhaberschiff. Sie wahrscheinlich, genau. Mhm. Das ist ein Liebhaberschiff. Ja. Und was halt ganz Besonderes ist, ne? Was ganz Spezielles ist. So ist es. Wir gehen weiter zum Monatsreport. Ja, den haben wir auch gemacht. Ja. Falls ihr euch gewundert habt, im September war ja gar keiner da. Das stimmt. Ja. Es gab keinen Monatsreport, aber nicht nur von unserer Seite, sondern der ist prinzipiell ausgefallen, weil da so viel anstand. CitizenCon, SitCon, also da waren so viele andere Events, weshalb es den Oktober jetzt nur gab. Aber den haben wir für euch gecovert. Mhm. Mit allem, was da so stattfand, mit allem Highlights und Warten und überhaupt. So ist es, ja. Und vor allem den Events, die da waren und allem drum und dran. Der Oktober war ja vollgepackt, was das anging, gerade für die deutsche Community. Schaut mal rein, ist ein schöner Monatsreport geworden. Und von da aus gehen wir dann zum letzten Video, was wir letzte Woche noch hatten. Das war natürlich Orbital Supermax, Folge 9. Wir nähern uns mit großen Schritten. Wir nähern uns dem Finale und auch da spielen Tevarin eine Rolle. Also nur mal ein kleiner Tipp, wer noch nicht reingehört hat. Lässt uns das auch nicht los. So ist es, ja. Und inzwischen, und das fand ich übrigens cool, durch die Bilder habe ich jetzt auch einen Eindruck, wie derjenige aussieht, der und ich auch, ne, oder die Truppe. Und die ich auch, warum er vielleicht so sprechen könnte, wie er spricht. Stimmt, so ist es. Wie er spricht. So ist es. Ich fand das nicht so spontan. Also, kleiner Teaser. Genau, hört mal rein, ist sehr schön. Wir haben noch zwei Folgen, ne? Zwei Folgen noch, genau. Diese Woche insgesamt. Und noch nächste Woche. Und dann ist Orbital Supermax erstmal durch und dann gucken wir mal, wie wir davon weitermachen. Ja, und damit kommen wir jetzt zum Schluss noch zu Interaction. Ja, da wollten wir von euch wissen, wann kommt der Patch 2.6? Ja, wir hatten gefragt, Anniversary Livestream, PTU. Haben die meisten gesagt, wird mit 39% wurde es am meisten gewotet. Ja, nein. So direkt kann man es auch sagen. Ja. Dann vielleicht zu Weihnachten haben 29% gesagt. Ja. Könnte was bringen. Ich bin eigentlich sonst Optimistin, aber in dem Fall nicht. Okay. Bringt der Nikolaus vielleicht? Ja, das ist tatsächlich laut dem Schedule, den sie jetzt gepostet haben, soll noch der früher Patch 8.12. live gehen. Das heißt also um den 8.12. rum. Das heißt Nikolaus tatsächlich. Ist aber am 6. Ja, ich weiß. Das heißt, es wäre eigentlich eine Mischung zwischen Nikolaus und Weihnachten. Aber anyway, das haben 18% gesagt, dass es zu Nikolaus kommt. Ja, und die tatsächlichen Pessimisten da draußen haben mit 14% getippt nächstes Jahr. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, nächstes Jahr ist da ist er schon da. Also ich glaube schon, dass sie zu Dezember noch rausbringen. Zu Weihnachten als Weihnachtsgeschenk. Ja, ja, ich denke, das wird das Highlight vom Ende des Jahres. Ja. Ne? Also jedenfalls vielen Dank fürs Abstimmen. Ist ja auch für uns immer spannend, weil wir natürlich auch hier unsere Wetten am Laufen haben. Und seid weiterhin fleißig dabei. Hinterlasst uns Kommentare, Feedback, eure Meinung, eure Wünsche, eure Bedenken, was auch immer euch so auf der Seele liegt. Wir versuchen immer alles zu beantworten und freuen uns über jeden Kommentar von euch. Unterstützt uns mit Abos, holt eure Familien und Freunde ran und wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt, dann geht doch bitte auf unser Patreon-Profil, das würde uns sehr, sehr freuen. Da haben wir vielleicht den einen oder anderen Reward, der für euch auch interessant ist und es hilft uns sehr bei der Umsetzung weiter hier für Star Citizen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir verabschieden uns beide bis zum nächsten Mal mit einem gemeinsamen See you on the Flight Deck!